Es gibt immer wieder Kameraden, die es mir einfach nicht glauben wollen, dass das Bargeldabheben mit der THW Visa-Karte kostenfrei ist. Und zwar egal an welchem Automaten, egal an welcher Bank. Um das zu beweisen, habe ich diesen Selbsttest gestartet. Zuerst bin ich in eine Filiale der Commerzbank gegangen. Dort sieht man auch schön quasi den Warnhinweis, den Gebührenhinweis, was eine Fremdabhebung kostet. Das sind mindestens 5,98 € mit einer Visa-Karte. Genauso eine ist die THW Visa-Card. Ich schiebe sie in den Automaten ein. Die Karte wird gelesen. Und dann folgt wie üblich die Sprachauswahl. Das hat man immer bei Kreditkarten so, denn es könnte ja sein, dass die Kreditkarte zu einem anderen Land gehört. So, den Betrag, den ich abheben möchte, den gebe ich jetzt ein. Das sind 20 €. Das reicht jetzt für den Test vollkommen aus. Bestätige die Zahleingabe. Nun werde ich aufgefordert, meinen PIN einzugeben, damit auch kein anderer die Karte, damit kein anderer mit der Karte Geld abheben kann, ist dieser PIN wichtig. Den kenne nur ich. Bestätige nochmals die Eingabe. Und Sie hören es am Geräusch, der Automat spuckt mir Geld aus. Und zwar genau die 20 €, die ich eben eingegeben habe. Was das eventuell an Gebühren gekostet haben könnte, werden wir hinterher auf dem Kontoauszug sehen. Aber davor schauen wir uns jetzt noch andere Banken an. Als nächstes betrete ich eine Filiale der Postbank. Und auch hier genau dasselbe Spiel. Ich schiebe die THW Visa Card in den Automaten ein. Die Karte wird eingelesen. Es folgt die Sprachauswahl. Ich habe Deutsch wieder ausgewählt. Und nun ist die Abfrage, wie viel Geld ich abheben möchte. Ich klicke auf Anderer Betrag. Der kleinste Betrag sind 10 €. Hier sind 500 € der Maximalbetrag. Meistens sind es 1.000 € an den Automaten, die man maximal mit der Visa-Karte abheben kann. Ich gebe meinen PIN an. Der Automat arbeitet und Sie hören es am Geräusch, er zahlt mir wieder 20 € aus. Da kommen sie. Und auf geht's zur nächsten Bank. Welche die Deutsche Bank in diesem Test ist. Auch hier nähere ich mich dem Automaten und sehe den bekannten Gebührenhinweis, der erstmal abschreckend wirkt. Ich schiebe trotzdem meine THW Visa-Karte ein und werde auch hier 20 € auswählen und sie gleich aus dem Automaten erhalten. Nun bei der Sparkasse wieder der gleiche bekannte Hinweis auf die hohen Abhebegebühren, über die wir uns jetzt überhaupt gar nicht kümmern. Schieben einfach die DKB Visa-Karte rein, bekanntes Spiel, bekommen unsere 20 € heraus und gehen weiter zur nächsten Bank, zur VR Bank. Eigentlich muss man sich gar nicht wundern, bei den vielen Hinweisen auf potenziell hohe Abhebegebühren, dass mir einige Kameraden das bisher nicht glauben konnten, dass er mit der THW Visa-Karte gebührenfrei Bargeld abhebt. Hier auch wieder die Karte eingeschoben, ausgewählt und die 20 € kommen aus dem Automat der Volks- und Raiffeisenbank heraus. Direkt nebenan befindet sich eine Filiale der Hypovereinsbank. Auch hier bin ich reingegangen, habe die Visa-Karte reingesteckt, den Geldabhebewunsch eingegeben und erhalte meine 20 € heraus. Der letzte Test ist bei der Sparda Bank und auch hier habe ich den Wunsch, 20 € zu erhalten und zwar gebührenfrei. An Automaten von 7 verschiedenen Banken habe ich jeweils 20 € abgehoben. Somit liegen jetzt 140 € bei mir auf dem Tisch und die THW Visa-Karte. Es waren zwar am Automaten Hinweise auf potenzielle Abhebegebühren angebracht, beim Abhebevorgang gab es aber keine Gebührenvorschau am Monitor. Schauen wir doch mal ins Online-Banking der THW Visa-Card rein, ob dort eventuell Gebühren berechnet wurden. Alle Abhebungen sind hier sauber aufgelistet. Angefangen von der Commerzbank 20 € bis zur Sparda Bank ebenfalls 20 € macht insgesamt 140 €.
aber keinen Hinweis darauf, dass jemals eine Gebühr belastet worden ist. Selbst wenn wir jetzt hier in die Details reinschauen, sehen wir nur, Geld wurde abgehoben, wo, aber keine Gebühr. Dies ist mein Beweis, dass das Geldabheben mit der THW Visa Card absolut gebührenfrei ist. Doch nicht nur an jedem Geldautomaten in meiner Heimatstadt ist das Bargeldabheben gebührenfrei, sondern an jedem Automaten weltweit, wie man auf der Webseite der herausgebenden Bank genau nachlesen kann. Gestatten Sie mir zum Abschluss noch zwei Hinweise. Erstens, die THW Visa Card gibt es auch im schicken schwarzen Design, im DKB-Design. Und zweitens, ich habe jetzt an einem Tag 7-mal einen minimalen Betrag abgehoben. Natürlich habe ich selbst dafür keine Gebühren bezahlt. Es sind aber Gebühren entstanden und die DKB hat sie für mich bezahlt. Das sind natürlich geniale Konditionen, wenn man weltweit Bargeld abheben kann und keine Gebühren dafür zahlt. Und damit diese Konditionen möglichst viele, viele Jahre noch so funktionieren, wie sie heute funktionieren, möchte ich einfach darum bitten, diese Bargeldabhebung zu nutzen, aber sie auch sinnvoll zu nutzen. Das heißt, wenn man jetzt 140 Euro braucht, wie in meinem Fall, hätte ich es am besten mit einmal abgehoben und nicht auf 20 Euro Schritte verteilt. Vielen Dank und viel Freude mit Ihrer DKB oder THW Visa Card.